Ja, hi Leute, im letzten Video hatte ich euch ja gezeigt, wie ich die Fensterbänke eingebaut habe. Und in dem Zuge habe ich gleich relativ viele Fensterbänke eingebaut, unter anderem das hier im Treppenhaus. Und bei dem hier gab es ein bisschen das Problem, dass es sehr schmal war und auch von der Länge her zu lang. Das heißt, ich musste das schneiden in zwei Richtungen. Hatte erst ein bisschen Panik davor, aber jetzt im Nachhinein musste ich sagen, es geht total easy. Ihr braucht letztendlich nur einen Winkelschleifer. Und dann könnt ihr diese Fensterbänke auch längs schneiden und auch die Stirnseite abkürzen. Und die Schnittkanten kann man sogar auch sehr glänzend hinpolieren. Und wie das alles geht, das zeige ich euch in diesem Video. Dieses Fensterbrett ist leider ein Standardmaß von 25 cm. Ich brauche aber hier eins mit 14,5. Deshalb muss ich sägen. Das mache ich jetzt so hier. Ich habe hier eine Holzunterlage. Und jetzt messe ich mir hier die 14,5 ab. Das mache ich mit einem Klebeband, das auch beim Schneiden gut sichtbar ist. So, und jetzt kann ich mir eine Linie mit dem Klebeband aufkleben. So, und hier entlang schneide ich jetzt. Kontrolliere nochmal zur Sicherheit an ein paar Stellen, ob wir hier parallel sind. Passt. Sind genau parallel, 5,5. Und jetzt kann ich hier entlang schneiden. Zum Schneiden benutze ich hier so einen Winkelschleifer mit einer Diamantscheibe. Das ist jetzt ein großer, aber ich glaube, es müsste genauso gut mit einem kleinen gehen. Der kann halt hier bis zu 5 cm tief schneiden, aber die Platte hat nur 2 cm. Da reicht ein kleiner eigentlich ja. Ich werde eventuell ein bisschen Wasser drauf gießen, damit es nicht so stark staubt. Aber prinzipiell können die modernen Diamantscheiben auch ohne Wasser schneiden. Okay, der Trick mit dem Klebeband funktioniert nicht, wenn man Wasser benutzt. Und los. So sieht es jetzt aus. Stück abgesägt. Und ihr seht, das hier ist die Schnittkante. Hier beim Ende haben wir noch hier so ein bisschen den Bauch rausstehen. Aber den schleife ich dann gleich weg. Da ich diese Fensterbank hier auch in der Länge geschnitten habe, muss ich jetzt hier diese Stirnseite noch ein bisschen polieren, damit sie schön glänzt und auch hier die Phase dran schleifen noch. Also hier vorne ist eine Phase und hier am Anfang hier sollte auch eine Phase sein. Dazu gibt es hier zu kaufen diese Polierscheiben. Die gibt es mit verschiedenen Körnungen. Also hier 50, 100, 200 habe ich gerade drauf, 400, 800 und 1500. Das reicht, die 1500 reicht meiner Meinung nach, um eine relativ glatte Oberfläche hinzubekommen. Die kann man einfach auf den Winkelschleifer raufspannen über so eine Klettscheibe. Und das mache ich jetzt mal. Das Einzige, auf was man aufpassen muss, ist, dass praktisch,
wenn sich das Ding dreht hier, dass er praktisch immer von der schönen Fläche nach unten schleift. Das heißt, wenn er jetzt hier rangeht und der würde sich so drehen, dann würdet ihr nur mit der Seite schleifen und nicht mit der hinteren Seite, weil sonst reißt euch das hier bei der Drehung nach oben immer solche kleinen Risse in die Oberfläche. Also immer eher vorne drücken, wenn es nach unten dreht. Ich werde jetzt hier bevorzugt diese vordere Seite hier schleifen, weil in der, auf der hinteren Seite ist es ja so und so in der Wand eingeputzt. Nur das vordere Stück schaut heraus und ist eine Sichtkante. Ich fange an mit dem 200er Körnungsschleifer und schleife jetzt mal ran. Obere Kante. Schöne Seite. Dann das 400er. Und wieder. So, ihr seht, wir haben jetzt hier eine Phase. Die vordere Kante ist auch geschliffen, genauso wie auf der Vorderkante hier. Und alles ist schön glatt. Hier hinten ist noch ungeschliffen, da bin ich nicht hingekommen. Aber wie gesagt, bei uns ist es ja nur wichtig hier vorne. Okay, ich hoffe, das Video hat euch geholfen und ich würde mich freuen, wenn ihr auf den Channel subscribt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!